Willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir hier angefangen, irgendwie irgendwas rumzubauen. Hat bisher eher schlecht als recht funktioniert. Ich bin damit noch überhaupt gar nicht zufrieden. Aber hey, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, die Frage ist halt jetzt, wie gehen wir das weiter an? Wir brauchen ja nach wie vor halt die Axt, die ich ja... Bin ich hier schon am Eisenschmelzen? Nein, natürlich nicht. Dann holen wir das mal nach. So, da haben wir schon mal ein bisschen Eisen dann gleich, dass wir dann mal eben schnell für ein paar Äxte zerwursteln können und dann mal gucken. Das wird schon. Was wir auch nochmal machen können, ist ein bisschen Kletterradatsch ablegen oder sowas. Ich weiß ja nicht, wir haben ja so viel Krams hier auch. Was ich auch mal probieren wollte, jetzt wo wir doch so einen Knochen haben, wir haben doch extra hier Sonnenblumen und so. Das wollte ich mal tatsächlich austesten, ob das so einfach funktioniert oder ob man davon einen Mod braucht. Sonnenblume, ja. Und jetzt hier Knochenmehl. Tatsächlich. Das würde funktionieren. Also würde halt auch noch was anderes funktionieren, was dann mit einer kleinen Redstone-Schaltung zusammenhängt und so was. Aber es würde funktionieren. Das ist schon mal nicht so verkehrt zu wissen. Wusste ich nicht, dass man so einfach Blumen vervollständigen könnte. Diese extravaganten Blumen. Wir haben doch hier auch noch andere. Würde es damit auch gehen? Ich habe keine Ahnung. Aber das fände ich interessant. So. Wusste ich nicht. Hätte ich nicht am Mega-Links-Video dann tatsächlich gesehen, hätte ich es nicht gewusst. So. Ja. Gucken wir mal, was da aus wird. Jetzt aber erstmal irgendwie. Am besten so, wie es Sinn macht, eine Axt bauen. Haben wir hier nicht irgendwo Stickies? Haben wir. Also, beziehungsweise noch nicht in der Reihenform, aber Moment. So. Haben wir ein bisschen was. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man. So. Einmal hier zwei Äxte erstmal. Das ist schon mal besser als nichts. So, dann müssen wir aber dennoch hier ein bisschen Platz kriegen, sonst können wir keine Bäume mitnehmen. Und dann mal schauen. Das wird schon. Hoffe ich. Glaube ich. Ich bilde es mir gerne ein. So. Wir gucken mal, was wir machen können. Bauen jetzt erstmal ein paar Bäumchen ab. Einfach mal, weil. Ja? Weil ist immer so ein toller Grund. Oder eine tolle Begründung. Ne? Weil halt. Weil steht für so viele Dinge. Und auch gleichzeitig nicht. Aber naja. Was muss, das muss. So, ich habe es übrigens wieder nicht geschafft, gestern Abend aufzunehmen. Von daher ist das jetzt auch wieder vor der Arbeit. Aber diesmal habe ich tatsächlich eine halbe Stunde Zeit, sodass ich für heute und morgen die Folgen produzieren kann. Aber ja, das sind so Gründe, warum ich nicht tagtägliche Let's Plays mache. Einfach weil das ist einfach tagtäglich gar nicht so drin, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Das geht einfach nicht. Ne? Ja. Theoretisch würde ich das gerne machen. Weil ich dann irgendwie jeden Tag irgendwie immer was Neues zu erzählen habe, aber das ist einfach nicht machbar. Überhaupt und gar nicht. Na, also das ist jetzt hier auch immer so mit Ach und Krach gerade so noch hingebogen. Alles die Schuld von Dragon Age im Endeffekt, ja? Dadurch, dass ich halt letztes Wochenende das dann doch ein bisschen vernachlässigt habe mit Minecraft und damit dann tatsächlich eher für ein anderes Spiel entschieden habe. Es ist furchtbar. Also nicht furchtbar, aber halt, ja, das habe ich jetzt davon. Dann stelle ich mir extra einen Wecker, extra etwas früher, damit ich dann früher Minecraft aufnehmen kann. Klingt komisch, ist aber so. Ne? So ist das. Wecker stellen zum Aufnehmen. So ist es schon. So weit ist es gekommen. Naja, was soll's. Kann man wenigstens mal ganz in Ruhe frühstücken, was ich sowieso nie mache, ne? Ja. Habe ich auch dann heute sein lassen, weil wegen... Ah, ne, Frühstück, boah, ne. Frühstück ist nicht so meine Mahlzeit, nee. Ich hab's ja dann schon mal erzählt. Ich hab's ja dann lieber kompakt, ja? Eine Mahlzeit für alle drei. Oh Mama, du bist voll ungesund. Ist mir doch egal. Ich mach das, was ich glaube, was mir gut tut. Und bisher kann ich mich nicht darüber beschweren. Ne? Wenn halt wirklich da irgendwann Beschwerden auftauchen, die auf
aufgrund dessen zustande kommen, dass man halt dann irgendwie zu wenig gegessen hat oder zu wenig Mahlzeit am Tag gehabt hat, dann kann man vielleicht diese Denkweise überdenken. Ne, aber sonst, ja. Ich sehe da nur Zeitverschwendung. Da musst du ja dreimal am Tag was zu essen bauen. Ja, du Pferd, ne? Der Apfel ist nicht für dich. Es gibt noch Pferdeäpfel. So, wie viel Holz haben wir denn jetzt? Oh, alles schon mal ein bisschen mehr. So. Dann schauen wir doch mal, was wir hier weiter machen können. Na gut, den Bon hier können wir noch mal wegmachen. Vielleicht auch noch den anderen. Ach, ich weiß ja auch nicht. Erstmal, ne? Was weg muss, muss weg und so. Das Übliche. Weil wenn wir dann immer noch mehr Holz brauchen, dann können wir hier immer noch hinkommen. Können auch theoretisch auch noch Holz anpflanzen. Immer reichlich Setzlinge. Ja, finde ich auch, ne? Ja. So. Dann lass doch mal die grobe Außenfassade da nochmal unter Beschuss nehmen. Ich hätte gern. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich das auch anders? Ich probiere halt mal ein bisschen rum. Ja? Ich finde das mit dem Stein außen gedönst gar nicht mal so verkehrt. Aber so wie ich das gemacht habe, ist es vielleicht verkehrt. Ich weiß es nicht. Kommt ihr mal weg hier. So. Na, auch dass hier die Steinmauer direkt im Boden ragt, ist vielleicht jetzt auch nicht so das Beste. Wir probieren gleich rum. Ja? Erstmal. Hier das Eisen fertig. Das heißt, hier könnte wieder Stein gebrutzelt werden, wenn es denn unbedingt soll. Ich weiß es nicht. Weiß ich wirklich nicht. So. Hier kommt immer nochmal ein Stack drauf. Einfach mal feilen. Ja. So. Kommst du mal hier hin? Kommst du mal hier hin? So, du kommst mal dahin. Ist ja immer nur wieder ein bisschen rumprobieren. Ne? Probieren geht über Studieren. Studieren kann ja jeder, sobald er die Studiumgebühren bezahlt. Das jetzt von hier aus mit Dingern zu machen, ist mir das vielleicht zu niedrig. Ich weiß es nicht. Falsch, das ist keine Werkbank. Das ist eine Werkbank. Gib mir mal ein paar Treppen hier. Und so ein paar. So. Dann kann ich hier auch nochmal gleich mal eben schnell die hier verwursteln. So. Dann machen wir mal so. Machen wir mal so. Rumprobieren, ne? Ist immer so eine Sache. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich brauche Holz. Jede Menge Holz. So. Und das hier einfach mal dahinter geschlagen, damit ich hier erstmal so ein. Hallo? Habe ich da nicht gerade Holz hingesetzt? So. Bitte warten. Es könnte noch ein bisschen dauern, bis ich hier dann irgendwie zu einem Entschluss gekommen bin und sowas. Bitte warten. Nicht die, das hier hätte ich gern. Es wird schon wieder gleich dunkel, es gibt's nicht, ne? Da willst du dir einfach mal eine Behausung bauen, weißt du, und ständig wird es dunkel. Wie sollst du denn da ein Haus zimmern? Ja, ständig musst du nach Feierabend schreien. So. Jetzt habe ich da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Ich gehe ja gleich schlafen. Moment. Ich will erstmal das hier schon mal so weit ein bisschen weiter bauen. So. Dann legen wir uns mal hin.
Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt so hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß nicht. Vielleicht bräuchte ich dafür auch noch mal ein paar Slabs. Ja, es muss reichen erstmal. Erstmal muss das reichen. So. Da kommen halt natürlich halt auch noch Fenster rein. Ich will nur erstmal gucken. Ja, mit den Augen gucken. So, dann kommst du mal dahin. Kommt mindestens ein Slab hin, wenn nicht sogar zwei. Weil wenn ich zwei mache, dann könnte es vielleicht auch zu groß werden. Okay. Könnte man vielleicht machen, wenn man jetzt hier das wieder so runterzieht, hier nochmal eine Mauer setzt. Den brauche ich. Und das dann hier dann weitermacht und so. Und vielleicht auch ins Eck geht, ich habe keine Ahnung. Könnte man machen. Dann könnte man oben drüber eine Etage machen, die halt so einen Leichenübergang hat, die dann halt hier von so Dingern wieder gestützt wird oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Könnte man. Man könnte dann wiederum halt auch. Man könnte zu vieles. Habe ich denn noch Steinmauern hier? Ja, reichlich. Okay. Man könnte theoretisch, wenn man es denn wirklich möchte, hier was hinsetzen, da was hinsetzen. Ach ja, Mauern sind ja anderthalb hoch. Ich vergesse es immer wieder gerne. Ich brauche Bauerde oder so. Das geht ja so gar nicht. Ständig komme ich hier an meine Grenzen. Es ist ätzend. So. Man könnte hier quasi dann irgendwie dann so einen Vorbalkon oben drauf machen oder sowas. Oder ich weiß auch nicht. Ja, es sind jetzt einfach nur mal Spinnereien. Ob das wirklich alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Und ob ich das dann auch wirklich so haben wollen würde, ist so eine andere Geschichte. Aber einfach mal gucken. Einfach mal testen. Einfach mal probieren. Ja? So. Könnte man, ne, das da halt oben drauf, dann keine Ahnung, eine Hauserweiterung, Balkon, keine Ahnung, ja? So, dann hast du hier nämlich dann so ein Eingangsgedöns. Kannst du halt dann später auch noch ausschmücken, wie du halt lustig bist. Hier haben wir Holz. Da könnte man ein Fenster reinmachen, man könnte hier Viererfenster reinmachen. Oder man macht hier einfach mal ein etwas größeres Fenster, ein außergewöhnliches Fenster, wobei das sieht hier ein bisschen doof aus. Könnte natürlich halt auch noch ein bisschen breiter gehen. Hast du relativ große Fenster. Könnte man machen, muss man nicht. Aber könnte man. Ne? Hat mal ein bisschen Aussicht. Ich mag es ja, wenn du halt möglichst viel Aussicht hast und all sowas. Mal schauen. Wenn man das jetzt hier kleiner machen würde und nur ein Slab da drin sitzt, dann verkleinert sich das um ein. Das heißt, wir haben 3x2 Fenster. Statt 4x2. Könnte man. Kann man. Ob es wirklich so wird, ist so eine andere Geschichte. Wir probieren halt erstmal noch. Ja? Deswegen nicht wundern. Das wird schon irgendwie. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. So. Dann kommt hier. Wo ist denn jetzt schon wieder die Mauer? Oh. Ach ja, ich habe die Axt da reingepackt. So. So könnte man das theoretisch machen. Dann könnte man hier theoretisch, damit man das dann wieder hier hat und so was. Und hast du nicht gesehen? So ungefähr. Ja. Könnte man. Muss man nicht, aber kann man. Dennoch müssten wir jetzt theoretisch, wenn wir hier nicht dann irgendwie den See hier zubauen, wobei ein Stückchen weit ging es noch. Vielleicht machen wir dann von hier aus
Dann tatsächlich so ein kleineres Fenster. Wir gucken mal. Wir haben ja noch Steine hier. Die müsste ich nur mal eben schnell verbauen. Müsste daraus hier so ein paar Ziegelsteine bauen. Aus den Ziegelsteinen wiederum ein paar Treppen. Vielleicht auch ein paar mehr. Ich habe keine Ahnung. So. Erstmal. Ja? So. So viel dazu. Dann brauchen wir ein bisschen Platz. Beziehungsweise wir machen mal ganz kurz hier. Zack. Wir machen mal hier tatsächlich nur einen Slab dazwischen. Ob das wirklich alles so hinhaut, ist so eine andere Geschichte. Hier kommt Treppe hin.